So, hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz heute. Wir hatten heute das erste Gruppenspiel zwischen Frischhoff Göppingen und RK Nexe Naschice. Endstand 30-27 vor 2700 Zuschauern. Ich begrüße hier jetzt zunächst von den Gästen den Trainer Rovje Horvat und mit der Nummer 7 den Spieler Vedran Crnić und natürlich unseren Trainer Rolf Brack und den Alan, der heute auch hier mit uns sitzen darf. Die erste Frage geht natürlich an unseren Gast. Heute 60 Minuten in der EWS Arena. Wie haben Sie das Spiel hier gesehen? Guten Tag. Ich bin nicht zufrieden, weil wir haben das Spiel verloren, aber bin ich auch nicht enttäuscht. Wir haben ein gutes Spiel geliefert. Ich glaube, die Zuschauer hier in der Arena können zufrieden sein, was die beide Mannschaften heute aufgeboten haben. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele leichte Tore gekriegt durch Spiel im Kreis. Das wollten wir unterbinden. In der zweiten Hälfte haben wir einige klare Möglichkeiten verschossen. Und dort hat sich dann Göppingen auf 3-4 Tore abgesetzt. Und für so eine Mannschaft wie Göppingen ist das ziemlich schwer dann nachzuholen. Ich muss gratulieren den Gästen für 2 Punkte und auch meinen Jungs. Die haben, glaube ich, heute ziemlich viel umgesetzt, das, was wir uns vorgenommen haben. Ja, herzlichen Dank. Das war die erste Einschätzung. Natürlich jetzt die Einschätzung vom Gegenüber auf der Bank. Rolf Brack, bitte. Also was das Kreisläufer-Spiel oder das Unterbinden des Kreisläufer-Spiels angeht, kann ich mich hier nur anschließen. Das ist natürlich von beiden Mannschaften eine herausragende Qualität, über die Nahdistanz vom Kreisläufer her die Abwehr zu knacken. Und das ist sowohl uns auch viel zu wenig gelungen. Ich denke, dass es vor allem dann in der zweiten Halbzeit, trotz sehr viel Unterzahlsituationen, wo wir auch ein bisschen cleverer sein müssen, wo wir im letzten Moment auch mal vom Gegner wegbleiben, wo wir nicht noch am Trikot ziehen, dass wir einfach noch knapp 10 Minuten in Unterzahl heute spielen mussten. Und das gegen eine Mannschaft, die im Überzahlangriff herausragend gut gespielt hat, also unglaublich geduldig, unglaublich auf den Punkt immer wieder richtig getroffene Entscheidungen. Wir haben dann, nachdem das in der ersten Halbzeit, auch von der Spielvorbereitung, wir hatten ja nur eine Trainingseinheit gestern, die zu 90% eher Regeneration war und ein bisschen Video, dann in der Halbzeit das nochmal rausgestellt, dass wir unbedingt mehr Druck am auslösenden Entscheidungsspieler, der also die Entscheidung trifft, entsprechend die Kreisläufer oder auch selbst in die Aktion zu gehen. Das haben wir dann doch deutlich besser gemacht und da hat die Mannschaft auch gut auf diesen Hinweis oder auf die Korrektur reagiert. Auch insgesamt war dann die kämpferische Grundeinstellung, die Grundhärte doch etwas dominanter gegen die gegnerischen Angreifer aufzutreten, deutlich besser, sodass wir dann im normalen 6-gegen-6 Positionsangriff deutlich besser aussahen. Klar haben wir dann noch trotzdem 12 Tore insgesamt bekommen, aber das ist für unsere, ja, auch in Wetzlar gesehene Abwehrproblematik ordentlich. Was ganz wichtig war, denke ich, dass sowohl im Angriff wie auch in der Abwehr ein Daniel Fontaine und ein Jens Schöngard nicht nur entlastet haben, sondern im Angriff ganz markant ganz, ganz entscheidende Akzente gesetzt haben, wichtige Tore gemacht haben, teilweise aus Nullwinkeln, wo dann wirklich der einzige Schuss, der ins Tor gehen kann, der lang hoch über den Kopf dann zweimal kam. Und das waren dann schon so Momente, wo wir vielleicht auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite hatten. Ich denke, wir haben gegen einen sehr starken Gegner uns heute hier behaupten können. Wir haben vor einer Woche noch gegen den Champions League Teilnehmer Gorenje Velenje auswärts unentschieden gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier auf Champions League Niveau uns befunden haben oder befinden, aber für die Situation, dass wir gestern im sogenannten Abschlusstraining nur 7 belastbare Spieler hatten, dass dann noch 2 Grippe geschädigt. Seit Anfang der Woche sind beide Kreisläufer, haben so ein bisschen virusähnliche, grippeähnliche Erscheinungen. Alan Damgaard, der neben mir sitzt, hatte Probleme mit der Wade, Fontaine mit der Rückseite am Oberschenkel. Jens Schöngard hat nach 6,5 Wochen Verletzungspause praktisch gestern das erste Mal so
ja, im Mannschafts- oder in so einem sowas wie im Handball orientierten kleinen Trainingsteil dann eben mitgemacht. Und deswegen hat mich das sehr gefreut, dass wir dann eben heute die Unterstützung durch zwei Spieler von der Bank hatten, die dann auch uns gegen Wetzlar vor allem gefehlt haben, sodass wir das auch physisch dann nicht nur gut überstanden haben, sondern eben dann das Spiel in der Crunch-Time in den letzten 10, 15 Minuten tatsächlich für uns entscheiden konnten. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden über diesen Erfolg gegen eine sehr, sehr starke, sehr, sehr starken Gegner, der sicherlich um den Gruppensieg bis da zum letzten Spieltag der Vorrunde mitkämpfen wird. Ja, danke Rolf. Ich schaue noch mal ganz nach links. Wir haben hier den erfolgreichsten Torschützen unserer Gäste, Vedran Srinić. Wie folgt oder wie sieht deine Einschätzung für das Spiel heute aus? Ja, guten Abend. Ich möchte nicht so viel sagen. Beide Trainer sind sehr viel gesagt hat. Danke, Trainer Brack, was du gute Meinung über unsere Mannschaft hast. Und ich kann ich nur sagen über Göpping, dass ich habe immer schöne Zeit hier verlebt und ich möchte nur für frisch auf eine gute Saison und eine viel erfolgreich in Zukunft. Ja, Dankeschön. Und auch der Mann ganz rechts, Alan, auch mit 7 Toren erfolgreichster Torschütze seines Teams. Wie sieht deine Einschätzung für das heutige Spiel aus? Ja, aber ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das ist eine wirklich gute Mannschaft. Nächste, ich habe mit meinen Freunden von Dänemark gesprochen. Letzte Runde, sie haben Ribe Esper rausgeschmissen. Und es war so, sie haben gesagt für mich, das ist eine wirklich gute Mannschaft. Und das kann man auch heute sehen. Sie spielen wirklich gut mit Kreisen, dieses 7 gegen 6. Aber ich glaube, das war wichtig für uns, dass wir heute ein bisschen mehr wechseln. Erste 45 Minuten war das ganz ein vorne, ein hinten, aber dann kann man sehen, dass wir haben auch wirklich Qualität auf die Bank und dann haben wir diese 15 gute Minuten, wo wir kommen vorne mit diesen 4-5 Tor und ja, davor haben wir einen Sieg jetzt, aber ich glaube, das war ein wirklich gutes Spiel. Ja, Alan, Dankeschön und ich schaue in die Runde und bitte um Fragen. Ja, Frage an Rolf Brack. Sie hatten vorm Spiel gesagt, wenn wir dieses Spiel überstehen am Samstag, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Vielleicht können Sie das nochmal mit Blick auf die schweren und auch vielen Aufgaben in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen beschreiben. Also wie gesagt, die Ausgangssituation war schon schwierig, dass wir einfach mit diesen Ausfällen Probleme haben. Das Tempospiel, was uns eigentlich so ein bisschen dann noch in den guten Spielen ausgezeichnet hat, aufrechtzuerhalten, was die Zahl von Kontern angeht. Auch heute waren wir da bei 6-7, was ja schon gegenüber Wetzlar, wo es nur 4 waren. Das Problem ist, dass, wie gesagt, im Hinterkopf oder im Unterbewusstsein, denke ich, der Spieler, wenn Sie wissen, wir haben nur 8 Spieler dabei und auf den entscheidenden Positionen können wir fast gar nicht wechseln, außer vielleicht mal auf der Kreisläuferposition, wo wir aber auch oft mit 2 gespielt haben, dass das dann so ein bisschen mit einer latenten Schonhaltung oder Ökonomiedenken in der Abwehr verbunden ist. Und die Abwehr ist einfach nach wie vor, bin ich auch nach wie vor heute nicht zufrieden, wenn man die 60 Minuten sieht, dass wir oft zu wenig Bereitschaft haben, 1-2 Schritte mehr zu machen, dass wir dann einfach auch von der Schnelligkeit, von der Dynamik her hier zu wenig aktiv sind. Und das war eine Sache, die mir bei Schöngard sehr positiv aufgefallen ist, dass er da 3-mal von seiner Seite auf Rückraum Mitte mal einen Stoppfaul geschafft hat. Und das brauchen wir noch viel, viel mehr, dass gerade im Innenblock klar ist, wer attackiert nach vorne. Wer ist für den Kreisläufer so zuständig, dass der Kreisläufer auch nicht angespielt werden kann? Also wer steht dann entsprechend zwischen Gegner und Ball? Da tun wir uns, wie gesagt, schon schwer. Bin da auch schon relativ lange dran am Arbeiten, aber das ist immer noch bei weitem nicht das, was ich mir unter einer richtig guten, aggressiven Deckung vorstelle. Und ich denke, viele werden wieder über die Torleute wieder diskutieren. Ich finde, dass wir einfach den Torleuten von der Deckung her deutlich mehr helfen müssen, viel mehr Schüsse unter Druck einfordern müssen. Und das ist die Aufgabe jetzt der nächsten Zeit, dass wenn wir dann wieder 10, 11 oder vielleicht noch mal 12 Spieler haben, ich denke da sogar Sebastian Heimann dazukommt, dass dann es aber wichtig ist, dass wir diese Schonhaltung oder diese Ökonomie, die sich so ein bisschen über die gesamte Vorbereitung schon so ein bisschen gezeigt hat, wo wir immer 35, 36 Tore gemacht haben, aber selbst gegen Bietigheim 32 gekriegt haben, gegen Schaffhausen 35, gegen Wetzlar 34,
sodass wir heute mal zumindest da so einen ersten positiven Trend haben. Und da hatte Alan völlig recht, dass da, wenn einfach mehr Möglichkeiten da sind, dann auch wahrscheinlich es leichter dem einzelnen fällt, sich noch intensiver von der Beinarbeit, von der Laufbereitschaft her in der Deckung einzubringen. Also das ist, denke ich, die Grundvoraussetzung, weil dann können wir nochmal 3, 4 Kontertore mehr machen, provozieren mehr Fehler beim Gegner. Ja, und im Angriff, denke ich, haben wir schon, selbst wenn wir nur 2, 3 Rückraumspieler haben, sind wir immer in der Lage, mit unserer doch mittlerweile gut gefestigten Spielphilosophie das Spiel breit zu machen, über die Kreisläufer entsprechend zu agieren, dass da schon eine ganz klare Struktur erkennbar ist, die jetzt auch schon im Vergleich zum Abwehrverhalten mindestens doppelt so gut ist. Wenn ich sage, wie schätze ich Angriff ein, ist der aktuell doppelt so gut wie unsere Abwehr, und da müssen wir der Abwehr einfach nachlegen und die Angriffsleistung und die Abwehrleistung entsprechend versuchen zu steigern. Dann können wir schöne Wochen vor uns haben, und jetzt haben wir mal zumindest morgen mal einen von 2 freien Tagen in den nächsten 4 Wochen, und dann geht es am Donnerstag hier mit Volldampf und mit einer Bekämpferabwehr. Dann am Donnerstag will ich da schon die ersten Entwicklungen dann, oder hoffe ich, dass wir da die ersten Entwicklungen sehen können. Ja, danke Rolf. Rainer? Herr Horvath, Frage an Sie. Frischhoff Köppingen als Titelverteidiger ist sicherlich die Mannschaft, die Favorit ist in Ihrer Gruppe. Dann sind Sie dabei. Wie schätzen Sie die beiden anderen Mannschaften ein? Cox aus Finnland und Koper aus Slowenien? Also ich glaube, dass die Köppingener klare Favoriten in der Gruppe sind und dass die alle drei, andere drei Mannschaften haben recht zu sagen, dass sie die Gruppe also durchgehen können. Es wird Kleinigkeiten entscheiden. Wir haben jetzt 3 wichtige Spiele für uns. Das haben wir schon gewusst, dass das in der Gruppe entscheiden wird. Wir haben Finn zu Hause und dann 2-mal Koper, und dann können wir sagen, ja, wie weit wir diese Saison kommen können. Weitere Fragen? Koper hat heute in Finnland mit 6 Toren Unterschied gewonnen, sodass die doch dann offensichtlich da so ein bisschen die Nase... Koper? Okay. Danke für den Tipp. Ja, nach diesen Insider-Informationen, gibt es sonst noch Fragen? Ja, vielleicht noch an den Allen, wenn du schon mal hier oben sitzt, wie würdest du jetzt so ein bisschen als Zwischenfazit es ansehen, dass du jetzt hier in Göppingen bist? Man hat den Eindruck, du kommst immer besser in Schwung hier bei Frischhoff. Was sind die Gründe dafür? Ja, wir haben jetzt wir sind jetzt in 4 Monaten mit Rolf, und jetzt verstehe ich diese Taktik und Konzept. Ganz ehrlich, das war erste Zeit war vielleicht ein bisschen schwer mit neuem Konzept und auch viel Druck von allen Seiten. Aber jetzt, letzten Monaten, haben wir ganz ruhig um alle diese Kleinigkeiten in unser Spiel gesprochen. Wir haben wirklich gut trainiert den letzten Monat, und das gefällt mir wirklich, dass wir das schöne Trainingslager und alle, und wir können um alle diese kleinen Situationen sprechen. Aber wir haben nicht Zeit für das in November und Dezember, weil das war jede Zeit ein Spiel. Aber letzten Monat, das gefällt mir wirklich, dass wir können mit diesen kleinen Dingen arbeiten. Und ich habe ein richtiges Timing mit meinen Kollegen gefunden. Und dann haben wir, ich liebe nichts, dass Rolf kommt jedes Training und sagt für mich, ich muss diese Schlagwurst trainieren. Aber das hat wirklich gut funktioniert für mich, letzte 2 Spiele her. So. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr auf ihm hören. Rolf, kurze Frage nochmal zu den 7 Metern. Grischow hat es sehr gut gemacht. Dennoch, beim nächsten Spiel wird wieder Schiller dran stehen, oder könnte sich da was verändern bei den Strafwürfen? Also Schiller ist, wenn man es jetzt mal nicht nur aktuell vom heutigen Spieler nimmt, ist schon aus meiner Sicht einer der sichersten Schützen. Aber es ist wirklich so, dass man schon über den zweiten dann diskutieren muss. Ich sage immer so, dass die Leute 7 Meter schießen, die das auch nach dem Training noch freiwillig machen. Das sind bei uns eben Schiller, Rentschler und Ritterbach und auch der Jochen Nägele. Die 4 sind immer noch nach jedem Training kräftig am 7 Meter üben. Aber andererseits sage ich immer, 7 Meter müssen die Spieler schießen, die in der Hierarchie am höchsten sind, die wirklich hier auch dann die Verantwortung dann auf ihre Schultern nehmen müssen. Und von daher
würde ich sagen, dass dann eben nach Schiller dann Grejo, wenn dann Schiller, und ich finde auch, dass man auch im Schützen ein bisschen Sicherheit geben muss, dass man ihm nach dem ersten nicht gleich wechselt, sondern dass man ihm immer zwei gibt. Das werden wir auch so beibehalten und dass dann aber dann Grejo sich so als 7-Meter-Schütze Nummer 2 doch etwas stärker herauskristallisiert. Wenn Alan seine Schlagwurfqualität noch verbessert, ist ja auch ein 7-Meter sehr schlagwurfähnlich. Darf halt keinen Anlauf nehmen, da musste man denken. Und deswegen ist aber das, wie gesagt, sicherlich heute mit 4 verschossenen 7 Metern ein bisschen ärgerlich. Andererseits passiert sowas. Ja, aber interessant die Aussage mit der Hierarchie. Derjenige, der in der Hierarchie am höchsten steht, der darf 7 Meter schießen. Also gehe ich davon aus, dass sich Koshina schon einen gewissen Respekt innerhalb der Mannschaft verschafft hat. Kann man das so sagen? Ja, also es ist sicherlich ja, wir haben ja schon in der Regel jetzt hier nicht so die lauten, extrovertierten von der Emotionalität her eher gekennzeichneten Lautsprecher-Typen in der Mannschaft. Er ist einfach ein Typ und ich mag einfach Typen. Der hat sicherlich auch seine Kanten und Ecken und Kanten, auch vielleicht das eine oder andere, was da noch besser werden muss. Aber es ist einfach jemand, der, denke ich, auch von seiner Leistung am Kreis schon herausragende Qualitäten hat. Und das Gespann Bagerstedt, Koshina, da sind wir, wie gesagt, herausragend gut aufgestellt. Dass Bagerstedt vielleicht in der Abwehr der noch aggressivere, laufbereitere Spieler ist. Aber das muss man, denke ich, auch ein bisschen jeden Spieler so ein bisschen nehmen in seinen Stärken und nicht auf seinen Schwächen. Ständig, wenn er halt in der Abwehr ausgewechselt wird, beschwert er sich immer massiv. Aber deswegen werde ich trotzdem dann immer schauen, dass wir dann eben die besten Leute versuchen, in der Abwehr hinzubekommen. Und da ist Bagerstedt schon einer, der da auch kämpferisch extrem, auch im Training extrem voranmarschiert. Und deswegen sind wir von der Seite her, haben wir da gerade auf der Kreisläuferposition 2 Spieler, die auch in der Hierarchie ganz weit oben stehen. Und das sind ja 2 neue. Alan steht natürlich nicht nur von seiner sportlichen Seite her, sondern eben auch von seiner Art her. Ich denke, das hat man ja gerade mitbekommen, dass er extrem reflektiert, intelligent, herzlich, ehrlich und wie auch immer man ihn charakterisieren will, dass das schon, denke ich, eine sehr gute Grundqualität ist, was so die Mentalität unserer Mannschaft angeht, wo ich auch eine entsprechend positive Entwicklung sehe, so wie es Alan auch gerade gesagt hat, was die in den letzten 4 Wochen trainiert haben, war schon herausragend gut. Und man musste die Spieler sogar eher stoppen, wie dass man sie antreiben musste. Und das habe ich noch nicht so oft erlebt. Herr Horvath, Sipic und Tomic machen es aber auch gut im Kreis, oder? Ja, natürlich. Deswegen haben wir die geholt, ne? Weil die Handball spielen können. Ja. Und haben Sie keine Angst, dass Sie die irgendwann mal davonlaufen? Nichts gegen jetzt gegen Nasice, aber ja, es gibt natürlich die anderen Ligen, insbesondere die Bundesliga. Das ist unsere Realität. Der halbe Rechte ist schon weggelaufen in Pik Szeged, also da erwarten wir noch einige. Aber das ist Realität. Also. Wir können nicht Spieler behalten, die so auf diesem Niveau spielen können. Und das ist nur die Frage, wie lange wir die behalten können in Aschice. Aber wir finden schon einen neuen. Da kommen andere nach. Ja. Ja, gibt es noch Fragen? Ich schaue in die Runde. Es sieht nicht so aus. Dann herzlichen Dank. Euch einen guten Heimweg nach Kroatien, nach Aschice. Und euch viel Erfolg am Donnerstag gegen Nettelstedt. Ich denke, die meisten Gesichter werden wir dann wieder sehen. Vielen Dank und schönes Wochenende noch.